Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Cordy, wir haben ein kleines Wunschkonzert und zwar zweimal fahren wir jetzt mit dem Star Devourer vom Clan Gamble im T54 als erstes auf Pilsen und nachher geht es glaube ich im AMX 30 unter die Leute. Er fährt hier aktuell im Zug mit Darkus 1893, Servus an Groll im AMX 30 und an Gixile im Objekt 263. Also, ein Franzose, ein russischer Medium, also französischer Medium, russischer Medium und ein russischer TD. Als Dreierzug, Stufe 9, in einem 10er Gefecht mit 9,8er Unterstützung. So haben wir es. Was haben wir drauf? Eine 100 mm Kanone, ist klar, aber welche? 219 Durchschlag, das ist die große, bei 320 Alpha Schaden. Auf Premium 330 Durchschlag, das ist in dem Fall Heat, bei 320 Alpha Schaden. Und auf HE haben wir 50 Durchschlag, bei 420 Schaden. Jo, viele Möglichkeiten haben wir nicht ins Stadtgetümmel bzw. in die Fabrikhallen da drüben. Weiß ich nicht, ob ich mich da reintrauen würde, solange wie da auf vier Heavys getroffen werden kann, die sich recht gut anwinkeln und verstecken können. Denke ich mal, wir sollten auf jeden Fall auf die Mediumlinie fahren. Macht er dann auch. Ein Aufklärer pro Seite. Drei TDs, eine Arti. Das ist genauso, wie ich mir das vorstelle. Unterstützer machen ein Drittel aus, ist absolut okay, mehr muss es nicht sein. Und auch nur eine Arti, das ist ebenfalls okay, mehr muss es nicht sein. Keine Ahnung, was der hier macht. Ja, das war eine wilde Aktion, wollte wahrscheinlich die Kohle testen. Okay. Star Devourer testet hier ebenfalls die Kohle. Ah, wir haben geschrieben, okay. Servus an Old Man, Mashallah. Das heißt, glaube ich, so Gott will oder so, wenn mich hier alles täuscht. Ja. Werden wir gleich erleben. Mit kleinen Schwänzen, okay. Ich kann dir Geschichten erzählen über V-Spieler mit kleinen Pimmeln. Okay. Ja, es ist, vielleicht gibt es da nachher noch eine kleine Lektüre von unserem Star Devourer. Weiß man ja nie. Eine nette Geschichte. Oh, es wird schon ordentlich reingehalten. Und wir haben auch schon Progetto 65, 46 verloren. Wer hat uns denn da aufgemacht? Dich hat keiner aufgemacht, würde ich sagen. Denn ich glaube, du hast hier eine Lampe drauf. Macht zumindest Sinn. Auf einem T54 sollten wir auf jeden Fall eine Lampe drauf haben. Eigentlich auf jedem Panzer. Aber gerade auf dem auf jeden Fall. Okay, wo ging der Schuss hin? Irgendwo ins Nirgendwo. So, Kollege steht hinter dir. Anderer Zugkollege links von dir. Das heißt, wenn der davon mit seinem, was könnte das sein, mit seiner Badgett 25 Tonnen ein bisschen Licht macht, fleißig, besteht sogar die Möglichkeit, dass wir hier alles auseinandernehmen, was hier herkommt. Jawohl, Patton kriegt noch eine rein. .268 Version 4, das ist gefährlich, da kann man schon mal auf Heat laden. Macht er dann auch. Aus voller Fahrt semmelt er uns eine rein. Jetzt zwingen wir ihn dazu, hier sich ein bisschen zu drehen. Wird dann sofort von allen Seiten attackiert. Schön in die Kette, so gehört sich das. Schaden und Kette ziehen. So machen wir das. Progetto 65, Progetto 46 prallt ab, kriegt von mir und seiner eingeschenkt. Beim direkten Zusammenprall hat der Progetto natürlich keine Chance, ne? Ist viel zu weich, viel zu leicht. Keine Chance, Digga. Kannst du ja nichts machen. Und dann nehmen wir ihn. Hä? Dann nehmen wir ihn nicht raus. Was ist los? Was ist denn los? Wir sind schon auf Premium-Munition und prallen trotzdem ab. Frontal. So geht's ja nicht. Das machen wir einmal, aber nicht zweimal. 1894 Schaden ausgeteilt. Unseren ersten Kill geholt. Der junge kleine Streber hier auf der linken Seite hat bereits zwei Kills. Hat aber mehr HP trotzdem noch über. Also mal eine Schweinerei. Nee, am Turm prallst du ab beim FV. Da hättest du auf die obere Wanne ziehen sollen. Da kommst du mit Premium durch, mit Standard übrigens nicht. Es sei denn, der ist nach vorne geneigt. Ah, der eine sogenannte Vorhangstellung, dann geht's. So, Platoon ist noch komplett am Leben. Na, nehmen wir den dann mal langsam aufs Korn. Oder kriegen wir das nicht hin? Gibt es ein Problem beim Zielen? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. War ein bisschen komisch gerade eben.
Der AMX30 muss da ein bisschen schlucken. Gerade eben noch über 800, jetzt noch über 591. Dürfte ich sagen, dass der FV da vielleicht getroffen hat. Wir haben einen TD, der munter nach vorn fahren möchte. Aufgrund seiner eingeschränkten Panzerung würde ich mal fast sagen, dass das ein bisschen unsinnig ist. Wunderschön. AMX-30B geht in Flammen auf. Wir werden von der Artillerie ein wenig geschmatzt und geknutscht und geküsst. Das ist ebenfalls okay. Untere Wanne oder Seite geht natürlich auch. Jawohl. FH-4202 holt sich 309 Schaden ab. Und kriegt noch eine 334. Tod durch Sterben. Durch den AMX aus dem Zug. Wunderbar. 9:9 steht's. Stadt haben wir gnadenlos verloren. Wir haben noch einen schweren Panzer übrig. Das ist ein Patriot. Der Gegner hat noch 3. Die befinden sich 2 auf Stufe 9. Und der IS-2 Doppelgeschütz ist auf Stufe 8. Okay. Also irgendwo hockt noch eine Artillerie rum. Ich hoffe, dass sich das Skorpion Gedi holt. Aber ich denke mal, die dürfte sich verlegt haben. Nachdem hier die Mediumseite quasi gefallen ist. Okay. Patriot nimmt den Standard B raus, nachdem wir das haben wir ganz kurz gesehen. Er ihn ganz kurz ein wenig, sagen wir mal, überrollen durfte. Also sollte man sich tunlichst überlegen, ob man mit einem Medium, auch wenn man eine Stufe höher ist, unbedingt auf direkten Kontakt mit einem schweren Panzer gehen möchte. Also gerade in puncto Rammschaden könnte es da schlecht ausgehen. Auch für Neuner. Das ist wurscht. Oh, der FV ist noch am Leben. Ne, der FV ist tot. Tod durch Sterben. FV-215B-183. Keine Chance mehr. 10:10 steht's. Das Ding ist relativ ausgeglichen. Wir haben zwar keine Zehner mehr, aber wir haben einen Dreierzug und der Gegner nicht. Und das ist auf jeden Fall ein massiver Vorteil. Meiner Meinung zumindest. Eine 10er war eh bloß eine Artillerie, was heißt bloß, eine 10er wäre eine Artillerie, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Um da wirklich was zu reißen. 263, das kannst du leider nur von der Seite. Auch mit Heat, es sei denn, du triffst in die untere Wanne. Aber der ist schwer, vor allen Dingen auf der Distanz. Sehr gut. Was? Nicht sehr gut. Russe schießt daneben auf einen Russen. So eine Sauerei. Und der ging natürlich irgendwo in irgendein Überbleibsel von sonst irgendwas. Wahnsinn, wie schnell der einzielt. Schuss geht wieder daneben. Manchmal ist es wirklich eine Lotterie mit den Russen. Du denkst, du triffst, du denkst, du triffst. An einem Ende denkst du halt nur. Und triffst halt nicht. Ja, blöd. 11:10, 263. Geht der YOLO nach vorn und lässt sich direkt rausklicken. Vom T26 E5 Patriot. So, Skorpion G hat inzwischen die IS-2 Doppelgeschütz gefunden. Und der AMX holt sich tatsächlich seinen 4. Kill. Ja, was ist das denn für ein frecher Bube? Der treibt sehr vogelwild. Ne? Dem können wir jetzt wunderbar an die Seite fahren und direkt eine drücken, weiterfahren. Wunderbar. Toter Sterben ebenfalls Conqueror vom Patrioten rausgenommen, der sich seinen 3. Kill holt. Wir müssen mal langsam aufholen, Digga. Das reicht mir noch nicht. Da ist irgendwo noch ein Kirschkernspucker, der sich da verstecken wollte. Da haben wir was. Vielleicht kriegen wir da einen Schuss drauf. Ne, da ist was dazwischen. Aber da wird, denke ich mal, gleich den Skorpion G entlarven. Oder die Artillerie, je nachdem. Boah, daneben. Superkong wäre aufgegangen. Du warst es, du hast ihn eröffnet. Gib ihm Nummer 1. 317 Schaden. Wir haben keine Arti mehr. Aber er zieht sich schön zurück, macht das super, nützt ihm bloß nichts. So, Kill Nummer 2. Arti ist raus, es macht ihm am meisten Spaß. Kack Arti da rausklippen. Da geben wir nochmal eins oben in den Turm. Bisschen Heat haben wir ja noch, können wir auch direkt runterspielen so. Denn die IS-2 hat einen recht vernünftigen Turm. Ist nicht den Überturm, aber er ist nicht so schlecht. Da drüben steht sie. Kriegt nochmal 323. Wir sind bei 4457 Schaden aktuell. Oh, genau in dem Moment zieht ihm irgendjemand die Kette. Ich will hier keinen Namen nennen, Darkus. Aber ich denke mal, da wird es gewesen sein. Also obergeile Runde. Als Team überlebt. 5
Sieben Kills geholt als Team. Und noch nicht mehr Heidia gewesen. Geil. Gucken wir mal, was die Auswertung sagt. Fettes Victory, alles andere hätte mich auch gewundert. Auf der rechten Seite gibt es eine Confederate, eine von den Anleihen für eine Medaille, bisschen Gedöns. Und ein MSS auch. 4457 Schaden, 1253 Basics P reichen hier für ein M. Okay. 25 Schüsse abgefeuert, 20 getroffen, 14 durchschlagen. Und wir haben 3000 Miese gemacht bei 3,5 Kilometer auf der Uhr. Gut. Feine Runde, über 300 Meter haben wir auch ein bisschen Schaden gemacht. Typisch russisch ist das ja nicht. Unbedingt. Aber was auf dem Papier steht und was dann im Gefecht wirklich ist, das ist sowieso immer eine andere Geschichte. Ich würde sagen, wir springen ins nächste Replay rein und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Diesmal fahren wir nicht mit Star Devreur, sondern mit Darkus 1893 dasselbe Gefecht. Das ist der AMX-30, der gerade eben so richtig fein abgeräumt hat. Bin gespannt, wie der sich gleich schlagen wird. Und ja... Mal gucken. Turm finde ich gar nicht mal so übel. Hat hier oben leider so einen komischen Weak Spot. Das ist dieser Aufbau da, wo das Maschinengewehr oben drauf ist. Aber im Großen und Ganzen ebenso ein guter, mobiler Panzer. Ich finde den Unterschied zwischen dem 9er und dem 10er jetzt nicht unbedingt berauschend. Deswegen machen das viele so, dass sie auf dem 9er bleiben und sich den 10er gar nicht holen. Zumal der 10er eh nicht unbedingt in die ja, so richtig gut ist. Da gibt es einige Mediums, die da deutlich besser sind. Deswegen. Ja, was haben wir hier eigentlich für eine Waffe drauf? Eine 105 mm Kanone. 390 Alpha-Schaden, 248 Durchschlag bei Standard. Das ist nicht so dolle. Auf Premium 300 Durchschlag bei 390 Schaden. Das ist nicht so dolle. Und auf AE haben wir 53 Durchschlag bei 480 Schaden. Das ist nicht so dolle. Also die Kanone ist nicht so unbedingt prall, da gibt es Kanonen, die sind da um Längen besser. Also mal locker 20, 25, fast 30 mm mehr Durchschlag. Da kann der hier nur gucken. Und das ist natürlich zu wenig. Hier und da, ja, ist da. Zieht aber ebenfalls genauso schön ein. Wir haben richtig gut Gun Depression, man sieht es da schon. Wie viel Grad es genau sind, weiß ich jetzt nicht. Kannst du eventuell drunter schreiben, wenn du magst. Ja, Progetto 46, wissen wir ja schon, der ist als allererstes gestorben. Wahrscheinlich, weil es eins seiner vielen Hobbys war. Da oben haben wir Scorpion G. Durch die Bahnschiene direkt durchgeschossen. Das ist einfach nur geil. Das können nur Franzosen. Das kann sonst keiner. Da geht man Patrioten 433 durch die untere Wanne. Da ist er auch schon gestorben. Können wir uns ja weiter kümmern. M46 Patton. Kriegt von uns 387. Hat deutlich mehr Alpha-Schaden als der Russe. Bisschen längeren Reload hat er allerdings. In puncto DWM dürfte, glaube ich, der Russe ein bisschen besser sein. Wunderbar. Progetto 46 ebenfalls raus. Kill Nummer 2. Ne, Kill Nummer 1 für uns. Und da nochmal den Patton geknutscht. Mit 445. High Wall. Oh, an der Seite abgeprallt. Wir könnten hier theoretisch auf Premium wechseln. Kette ist gezogen. Jetzt geht's in die Seite. Da kann das Objekt 268 Version 4 nur noch einstecken, Digga. Kette wieder gezogen und Schaden gemacht bei 374 Schaden. Und gleich gibt's noch einen. Da ist es auch schon passiert. Kill Nummer 2, 2682 Schaden ausgeteilt. 240 geblockt, 1291 aufgeklärt. Ne, da ging daneben. Hätten wir vielleicht erstmal abwarten sollen, wenn wir hier runterfahren. Ah, ist er tot. FV noch am Leben. Der hat uns hier auf 819 runtergeschossen. Und der trifft uns, glaube ich, gleich nochmal, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben das Riebel ja schon mal gesehen. Ne. Auto eben drauf ist manchmal nicht genug. Gibt es Leute, die lernen das einfach nie, zum Beispiel ich. Ist ja auch egal. So, jetzt geht nach oben. 7 zu 7, jawohl. Wissen wir ja alles, ne? Da kennen wir uns ja aus. Haben wir ja schon erlebt. Ne, durch die Bahnschiene kommst du nicht durch. Vor allem, weil da Sand und Gras und sonst irgendwas drumherum ist.
Keine Chance. 30B thront da über allem. So, aufpassen, dass hier der FV nicht eine einschenkt. Macht er aber. 228. Dieser kleine Schädling. 1390 müsste sich jemand kümmern. Ah, hier war das ja mit dem, genau. Mit dem Herrn Skorpion G. Der unbedingt der Meinung war, er müsste da mal vorbeifahren. Warum auch nicht. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Nutzen hier alles aus. Unter anderem die Tarnung. Brand verursacht. Angezündet. Brutzel, Brutzel. So habe ich das gern. Da gibt es nochmal einen auf den Arsch vom FV. Da war das uns zweimal getroffen hat. Und gleich noch einen hinterher. Komm, gib ihm. Wo schießt der denn hin? Da bin ich aber Besseres von dir gewöhnt, mein Freund. Jawohl, so haben wir das gern. Kill Nummer 3. 3700 Schaden ausgeteilt. 630 geblockt. 1556 aufgeklärt. So. Gegner noch übrig. Ja, wie vorhin mit drei schweren Panzern. Einem Medium, einem TD. Und ein Kirschkernspucker, der da hinten irgendwo rumoxidiert. Standard B legt sich wieder mit dem Patriot an. Wir sehen ein wenig Rammschaden und danach gibt es noch eine hübsche Schelle. Beendet das Gefecht vom 9er im Medium aus Italien. Ha? Sehr fein. Alte Pasta-Bomber. So, wir fahren ja ein bisschen weiter links. Zu Kollege im T54, für den wir vorhin das Replay gesehen haben, bleibt mehr in der Mitte. Wir orientieren uns hier ein bisschen zusammen mit dem 263 Objekt und gucken mal. Ah, der 50 TP ist da oben. Wunderbar. Da haben wir unser V verloren, 183 mm weniger. Patriot, ja, auch sehr extrem, also sehr aktiv unterwegs. Da kriegst du keinen Schuss drauf. Der ist genau da dahinter versteckt. Da wirst du, glaube ich, oben irgendwo hinbleiben. Jetzt könnte das werden. Jawohl. Kette gezogen. Mehr nicht. Nee, da musst du weiter rausfahren. Das reicht nicht. Skorpion stellt sich hinten in den Cap, so wie vorhin. Schon gesehen. Da wirst du mit Premium-Munition schießen müssen. Die untere Wanne aus dem Winkel zu treffen, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ne, er bleibt auf Standard. Da kann ihm doch keiner erzählen, was er für eine Munition nehmen soll. Ha? So weit kommt es noch. 50 TP. Untere Wanne. Wir zielen auf die untere Wanne, treffen aber die obere. Da kommen wir natürlich nicht durch. Mit Standard schon gar nicht. Ah, wir wechseln auf Lead. Bam. Und schon ist raus. 50 TP. Kill Nummer 4. 3992 Schaden ausgeteilt. Da haben wir das britische schwere Schiff da drüben. Starker Turm. Recht gute Oberwanne. Extrem effiziente Kanone. Mit, glaube ich, 259 Durchschlag hat er. Auf Standard. Und Hash als HE-Munition. Mit 120 mm. Durchschlag, das ist schon mal richtig geil. Nimmt man gern ein bisschen mehr Munition von dem Hash-Zeug mit. So, IS-2 kümmert sich zwischen unserem Skorpion G. Unser Zugkollege T-54 auf der linken Seite fährt davon, wie wir es vorhin gesehen haben. Und wir übernehmen hier rechts von der großen Fabrikhalle. Ne, wir fahren links rein. Okay. Ah ja, genau, ist dann da. Der ist links reingefahren. Richtig. Ah, da rücken sie gemeinschaftlich nach vorn. Conqueror GC holt sich einen Skorpion G. Wie vorhin schon gesehen. IS-2 ist offen. Können jetzt von überall her der Schuss kommen. Also Punktegenauigkeit muss ich da mal ein paar Abzüge auf der B-Note geben. Da ist vom IS-2, das vom AMX-30B ist, bin ich da nicht so begeistert. Der kann mehr. Nicht viel mehr, aber ein bisschen was müsste eigentlich drin sein. Ne, da triffst du tatsächlich unten auf die Kette gezielt, oben den Turm getroffen.
Meine ist zwar ein paar Meterchen entfernt, aber trotzdem. Kill holen wir uns natürlich nicht. Der geht daneben. Kurz. Zu kurz der Schuss. Jetzt holen wir uns. Kill Nummer 5. 5040 Schaden ausgeteilt, 630 geblockt und 1984 Schaden. Aufgeklärt. Zwei Replays, ein Replay sozusagen. Dafür gibt es ein High-Kaliber, dafür gibt es auch eine Mitte, also eine von diesen hübschen Anleihen da unten. Ein 1 ist das Ganze geworden, ein bisschen Gedöns gibt es auch dazu. Jawohl, 5040, 4457. Zusammen haben die richtig geil Schaden gemacht. 14.000 Damage zusammen in einem Dreierzug. Stufe 9 gegen 10er, 9er und 8er. Obergeil. Obergeil. Sehr fruchtig. Wir machen 15.000 Biese. Wir haben 28 Schüsse abgefeuert, 21 getroffen, 15 durchschlagen. Über 300 Meter, 2117 Schaden gemacht und sind 3,5 Kilometer gefahren, so wie der Kollege gerade eben. Oh, recht fein gemacht. Gibt's nichts zu meckern. Das Ganze in 9 Minuten runtergespielt. Schick. Sehr schick. So, Leute. Das waren zwei Replays. Von zwei unterschiedlichen Panzern in einem Gefecht. Das heißt, ihr könnt euch mal beide Seiten der Medaille angucken. Wie beide agieren, hat ein klein bisschen mehr seine Beweglichkeit ausgespielt, würde ich fast sagen. Auch nicht großartig, also man merkt es nicht bei den Kilometern, sondern er ist halt ein bisschen schneller. Ne, AMX-30 ist ein bisschen flott unterwegs. Dafür ist er von der Wanne her nicht ganz so doll gepanzert. Kommt mir zumindest so vor. Und ja, es sind beide ein bisschen verschieden, was den Spielstil angeht. AMX-30 kommt mit Gunnerböschen daher. Der T-54 hat eine glückliche Kanone, keine Depression. Ja, so sieht's aus. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Nachher gibt es noch ein kleines Replay. Mit mir im VK4502B habe ich endlich meinen Meister drauf gemacht. Und das müsst ihr unbedingt sehen, weil die Keule ja so unheimlich wichtig ist. Egal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.